Liebe Freunde, etwas ganz Geiles. Das ist ja fantastisch, einmalig. Eine alte Moto Guzzi Ercole aus dem Jahre irgendwie 1950. Seit Jahren verlassen, vergessen. Ich habe da die Möglichkeit, da eine kleine Videoaufnahme zu machen. Das hat sogar noch das Nummernschild dran mit den Spinnweben. Seit so vielen Jahren stillgelegt. Diese Ercole aus den 50ern, sie sind so etwas von selten. So etwas Geiles. Die haben sogar eine Kippbrücke. Man kann den Hinterteil abkippen. Und hier ist ja die Patina so wunderschön. Es ist sogar noch das Motto Guzzi-Zeichen zu lesen, neben den Spinnweben. Das ist eine 1, 2, 3, 4 Gang, glaube ich, mit Rückwärtsgang irgendwie aber noch. Da die Handbremse. Und das Teil ist so lange verlassen und vergessen. Da hinten steht das einfach und wenigstens im Unterstand trotzdem. Es gibt sehr, sehr viel Arbeit, wenn man das machen möchte. Aber das hat ja keiner. Das ist ja der absolute... Oh, okay.